Wie viele Polizisten braucht man, um ein Auto anzuhalten und den Fahrer festzunehmen? Hier im Video mindestens 7, denn 6 Stück haben es nicht geschafft. Die haben den Fahrer des Fahrzeugs entkommen lassen, obwohl er umstellt war von Polizeibeamten. Das ist mal wieder ein Paradebeispiel für die schlechte Ausbildung in unserem Land. Und weil dem nicht genug ist, haben wir geheime Filmaufnahmen der Berliner Polizei zugespielt bekommen. Schaut unbedingt ganz bis zum Ende rein. Es ist vollkommener Wahnsinn, was sie da wieder abgeliefert haben. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ja, der Play-Button, er steht hier jetzt hier hinten für die 100.000 Abonnenten. Vielen Dank, das ist euer Verdienst, dass er hier hinten steht. Ich bin gespannt auf die nächsten 100.000. Wenn es euch in diesem Land sowieso zu viel wird, zu bunt wird, schaut unbedingt bei Auswandern mit Kopf vorbei. Ich habe erst letztens das Video gemacht zu den Top 10 Auswanderungsländern für letztes Jahr, also die Länder, wohin die Deutschen 2023 ausgewandert sind. Aber wir kommen zurück zur deutschen Polizei und es spielt überhaupt keine Rolle, in welches Bundesland wir schauen. In jedem Bundesland gibt es Mängel und Missstände bei der Polizei. Selbst im schönen Bayern, wo es doch immer heißt, im Freistaat, da ist alles besser, dort gibt es einen eklatanten Mangel an Hosen für die Polizei. An einfachsten Einsatzhosen scheitert es jetzt in diesem Lande. Aber wir haben hier eine Verkehrskontrolle aus Nordrhein-Westfalen. Ich blende das Video neben mir ein. Schaut zu, sie versuchen ihn aus dem Auto zu ziehen, das klappt nicht. Dann wird Pfefferspray eingesetzt und dann flieht der gute Mann. Und weil er so schnelle Beine hat und die Polizisten eben nicht, da ist er dann einfach davongelaufen. Das ist in NRW passiert. Die Stadt konnte ich bis jetzt leider nicht ermitteln. Wenn das jemand kennt, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@politik-mit-kopf.de. Alles zusammen und klein geschrieben. Aber das ist wieder ein Paradebeispiel dafür, dass man auch bei solchen Fahrzeugkontrollen, keiner der Beamten zieht eine Dienstwaffe. Und da frage ich mich immer, wir müssen nicht wie in Amerika jeden erschießen, der nicht sofort aussteigt. Das fordere ich gar nicht, das wird mir immer vorgeworfen. Es geht darum, dass die Eigensicherung der Beamten oberste Priorität sein muss. Wenn sich jetzt jemand hier 6 Beamten widersetzt beim Aussteigen aus dem Fahrzeug und ein Beamte genötigt ist, Pfefferspray einzusetzen, so muss sofort ein weiterer Beamte die Eigensicherung übernehmen und die Schusswaffe auf den Fahrer richten und ihn dann bitten, die Hände hochzunehmen und aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ansonsten wird von der Dienstwaffe am Ende auch Gebrauch gemacht. Für viele ist das jetzt wieder zu übertriebener Härte und da muss man nochmal sagen, man hat der Staatsgewalt erstmal Folge zu leisten. Man hat in so einer Situation keinen direkten Rechtsschutz. Man muss diese Maßnahme über sich ergehen lassen. Und wenn man eben Dreck am Stecken hat, dann muss man damit rechnen, dass man von der Polizei dann auch mit Maßnahmen belegt wird. Allerdings hat die Polizei es hier völlig vernachlässigt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt die Szene jetzt gesehen, ich blende sie nochmal ein. Stellt euch mal vor, der hätte sich nicht nur gewehrt und wäre weggerannt, sondern er hätte jetzt die Nancy Faeser Edition des erlaubten Messers, also ein Cuttermesser mit 6 cm Klingenlänge dabei gehabt, also quasi einfach vorne 2 abgebrochen, damit es nicht so lang ist. Was meint ihr, wie viele der 6 Beamten hier verletzt gewesen wären? Vermutlich alle, die auf der Fahrerseite des Fahrzeugs gestanden haben. Und das ist es, was die Beamten lernen müssen. Ist jetzt egal, ob der eine weg ist oder nicht. Ja, das sind so viele, die nicht in Haft sind. Aber die Eigensicherung der Polizisten, das ist mangelnde Ausbildung. Und weil das viele immer nicht hören wollen mit der mangelnden Ausbildung, können wir uns hier mal ein Video anschauen, das ist prädestiniert dafür. Man sieht an der Uniform, das sind Berliner Polizisten, also zu 90% sind das Berliner Polizisten. Und was machen sie da? Naja, sie üben Selbstverteidigung gegen Messerangriffe. Aber mit was? Ja, mit Übungsmessern, okay, aber dann mit so Schaumstoffpolstern auch noch okay. Aber überlegt mal, in welcher Geschwindigkeit und wie sie hier üben. Das ist überhaupt nicht realitätsnah, das ist vollkommen realitätsfern, also realitätsfremd, muss man sagen. Und das Schlimme ist ja, dass die Leute immer noch nicht verstanden haben, bei einem Messerangriff geht es um Bruchteile einer Sekunde. Die schnellsten Messerangreifer schaffen 8 Meter Distanz in 2 Sekunden zu überwinden und zuzustechen. Es gibt auch welche, die sind schneller. Das ist der Grund, warum ich auch auf Distanz immer fordere, Leute, ihr müsst eure Dienstwaffe im Anschlag haben.
entsichert und zielen. Denn wir haben es in Mannheim gesehen, Ruven Lauer ist für uns alle gestorben am Ende, vor allem für diese verkappte Politik. Passiert ist seitdem nicht wirklich etwas. Und man hat da gesehen, der Polizist hat sich auf die Sicherung durch seine Kollegen verlassen und wurde von seinen Kollegen verlassen. Einfach schießen, sagt sich so leicht daher, selbstverständlich, aber auch immer wieder die Kritiker, die sagen, man kann im Bahnhof nicht schießen. Leute, man kann überall schießen, wenn man geübter Schütze ist. Ja, aber also völliger Wahnsinn kann man da nur sagen, aber genau das ist das Problem in diesem Lande. Wenn die Polizei sich nicht selbst schützen kann, kann sie auch niemand anderes schützen. Inzwischen wird seit Mannheim und Ruven Lauer, es ist jetzt über 3 Monate her, wird wirklich viel, viel öfter zur Dienstwaffe gegriffen und geschossen. Wenn wir dann allerdings so eine Szene sehen von einer Fahrzeugkontrolle aus NRW, dann müsste man noch viel, viel, viel mehr Schießausbildung und Selbstverteidigungstraining für die Polizisten machen, damit sie das auch am Ende einsetzen können. Und wir sehen hier wieder auf der Beifahrerseite 2 Frauen, die dann da auch nur so ein bisschen stehen. Es ist einfach völliger Wahnsinn, wie sie sagen, wir sind alle gleichberechtigt. Und da muss ich sagen, ja, wir sind alle gleichberechtigt, aber wir haben alle nicht die gleichen Fähigkeiten. Wenn wir alle die gleichen Fähigkeiten hätten, dann hätten wir 82 Millionen YouTuber im Land, Gesundheitsminister, Bundeskanzler, Finanzminister und so weiter und so fort. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und bei der Polizei kommt es halt nun auch mal darauf an, dass man körperliche Stärke hat, dass man die körperliche Macht auch einsetzen kann, die ein Mann darstellt. Vor allem, wenn es um große, aggressive, männliche Täter geht, die ja überrepräsentiert sind. Man muss sich nur die Statistik anschauen. Da kommen sie dann mit Frauen, die diesen Beruf sicher auch genauso gerne wie ein Mann machen und auch genauso intellektuell in der Lage sind. Aber dann mangelt es einfach an physischer Masse. Ja? Es ist ja ganz logisch, wenn da ein Bodybuilder mit 110 Kilo vor einem steht, was soll die Frau dann machen? Egal, ob sie 50 oder 70 Kilo hat, was sollen sie machen? Ja? Da gibt es nicht viel und vor allem, wenn sie dann zu viele Frauen einsetzen, teilweise dann auch nur Frauenstreifen fahren. Wir hatten jetzt letztens das Beispiel, da sind 2 Frauen weggerannt, weil Schüsse gefallen sind, ihre Kollegen wurden angeschossen, sie haben sie im Stich gelassen. Dafür werden sie nicht aus dem Polizeidienst entfernt, wo ich mir immer die Frage stelle, wie viel Wahnsinn wollt ihr uns eigentlich noch verkaufen? Ihr braucht anscheinend noch ein paar Klatschen. Die Klatschen gibt es heute Abend 18 Uhr bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. Aber was die Polizei hier wieder für ein Schauspiel abgeliefert hat, es ist wieder erste Klasse Polizeiarbeit und zwar wirklich Grundschule, erste Klasse. Sowas darf nicht passieren und schon gar nicht darf das so passieren. Vor allem, warum gibt denn keiner einen Warnschuss ab? Ja, weil der Täter nur zu Fuß flüchtig ist. Und? Was ist denn das für eine Begründung? Die Polizei hat ihre Gewalt durchzusetzen und wenn es ein probates Mittel ist, jemand, der flüchtig ist, mit Warnschüssen einzuschüchtern, dass er stehen bleibt, dann ist das Mittel doch legitim einzusetzen. Es wird ja keiner fremdgefährdet von einem Warnschuss. Ja? Also, ja, Skeptiker, die Kugel, die verschossen wird, kommt auch irgendwo wieder runter. Das ist immer so eine Sache mit den Kugeln, die in den Himmel fliegen. Aber dann lieber solche Bilder, ja, für die Ewigkeit wieder festgehalten. Aber ihr kennt es in Berlin, das Hisbollah-Mitglied, der Generalbundesanwalt, ich habe jetzt bis heute nichts gehört. Staatsschutz war jetzt auch noch keiner hier bei mir. Mal gucken, wann sie kommen. Hoffentlich dann, wenn die Kaffeemaschine entkalkt ist, sonst wird es ein bisschen hässlich. Aber bei Olli waren sie ja letztens auch. Und Olli hat das ganz clever gemacht und hat sich dann auf dem nächsten Polizeiabschnitt mit denen getroffen. Wäre auch eine Überlegung wert, wenn sie bei mir mal klingeln oder vor der Tür stehen, wenn sie dann fantasieren, man hätte irgendwelche Videodateien, die sonst keiner hätte. Ja, genau. So exklusiv sind wir hier nicht. Wir benutzen auch einfach nur einen Computer mit einer Tastatur. Und das Ergebnis, was dabei herauskommt, wenn man das Internet befragt, das hängt vor allem mit dem zusammen, der da vorne dran sitzt. Also mit mir, wenn ich das nicht richtig bediene, kommt auch nicht das richtige Ergebnis dabei heraus. Alles Neuland, wie Sie sagen. Ich bin gespannt, was du zu diesem Polizeieinsatz sagst, ob ich wieder hier derjenige bin, der will, dass wir in einem Polizeistaat aufwachsen, in dem nur geschossen wird. Ich würde gerne in einem Staat aufwachsen, in dem jeder Respekt vor der Uniform hat, Respekt vor Polizisten und wo Polizisten nicht damit belästigt werden, irgendwelche Leute wegen Versammlungsfreiheit, wir erinnern uns an Corona, zu drangsalieren und wenn sie dann Volksverhetzung auf den Pro-Gaza-Demonstrationen endlich mal ahnden dürfen, aber nein, ihr kennt das Ganze, der Kampf gegen rechts, natürlich, der wird ab heute Abend 18 Uhr
dann zum heiligen Gral der Ampel, also zum letzten Menetekel, beschworen, damit sie dann noch was haben, mit dem sie zu Ende regieren können. Denn der Koalitionsvertrag ist so gut wie abgefrühstückt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal Politik mit Kopf. Abonniere aber auch Auswandern mit Kopf. Für Jung und Alt, für Arm und Reich. Für jeden soll dieser Kanal gedacht sein, entweder sich nur Ideen zu holen, Anregungen zu holen oder einfach nur ein bisschen zu genießen, in ferne Länder zu schweifen. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich habe auch X, nix wie hin sozusagen, und Telegram für die unzensierten Bilder. Wenn du die syrische Hochzeit suchst, die etwas eskaliert ist, musst du ganz schnell in meinen Telegram-Kanal. Dort gibt es die Bilder unzensiert. Damit sage ich ciao, bis bald.